Steuerplanung auf zwei Ebenen, die operative Steuerplanung, das ist der zweite Teil. Die operative Steuerplanung, sind wir uns einig, das ist das, was wir so unter Steuern verstehen, wo wir täglich im Daily Business miteinander Steuerfragen anschauen. Also einzelfallbezogene Beurteilung von Geschäftsvorfällen auf ihre steuerliche Relevanz innerhalb eines beschränkten Zeitraumes. Das ist das, was man macht. Mehrwertsteuer, direkte Steuer. Was gehört dazu? Klar, die Gewinnausweisplanung. Oder? Wie tue ich jetzt den Gewinn ausweisen? Gestaltung von dieser Jahresrechnung. Oder? Wenn man weiss, tut man ein bisschen Flat-Gewinn anstreben, aus psychologischen Gründen und so weiter. Also das hat man in der Strategie festgelegt. Was wollen wir? Und jetzt tun wir das planen. Aber sehen Sie auch, Investitionsplanung gehört dazu, Finanzierungen und ich komme noch dazu, auch durch Steuerdeklaration, also das nicht zahlenmässige Element von der Steuern. Es ist ein reiner Kostenfaktor. Und hier auch wieder der Hinweis, kommt das, was ich am Anfang gesagt habe, ja, es ist ein Kostenfaktor und das soll man bewirtschaften. Oder? Ich sehe manchmal Unternehmen, die haben einfach so eine Angst, oder, vor Steuern. Ja, sie wollen nicht blöd dastehen oder sie wollen nicht ein schlechtes Image haben. Das ist alles legitim, aber ich sage, also, es ist ein Kostenfaktor und was ich dann gar nicht verstehe, wenn man sagt, ich tue lieber Leute entlassen, als ich schaue, kann ich an einem Ort noch Steuern sparen. Sage ich, aber das ist dann wirklich ein Sack über Kopf und schaut nicht, wo man wirklich etwas machen kann. Also dienen Sie das wirklich in einer guten Art planen, als Kostenfaktor auch bewirtschaften. Und es ist selbstverständlich, wenn man eine gute Strategie aufgestellt hat, wenn man versteht, was da läuft, wenn man eine gewisse Sicherheit hat, kann man danach die operative Planung aufbauen und gut machen. Es gibt zwei Ebenen dort. Sie sehen, ich bin gerne ein bisschen organisatorisch strukturiert, aber das bewährt sich aus meiner Sicht, vor allem bei Steuern. Rechnerisch, buchhalterische Ebene und die rechtlich-organisatorische Ebene gibt es dort noch. Ich tue es kurz darstellen, wo wir natürlich drin sind. Das ist die rechnerische, buchhalterische Ebene. So, und was ist jetzt der Jahresabschluss? Ich nenne das aus steuerlicher Sicht, oder? Der Jahresabschluss ist der konzentrierte rechnerische, rechtliche und organisatorische Fußabdruck, oder? Das ist ja im Moment eine klare Botschaft oder ein Hinweis oder ein Zeichen von der steuerrechtlichen Recht, Pflicht und Risiken, wo ein Unternehmen betrifft. Das ist immer eine Momentaufnahme, aber es ist halt eben ein wichtiger, weil immer aus dem Moment man sich wieder weiter bewegt und auf dem man behaftet wird. Oder? Man muss es verstehen. Und immer wieder Leute, die wenn ich bei Schule gehe oder referiere, haben gesagt, ich verstehe nicht, warum man so Freude kann haben, das Steuern. Das ist übrigens wichtig, man macht es gut, wenn man Freude hat. Oder? Also das ist doch so etwas Trockenes, oder? Und da bin ich nicht dafür, oder? Und ich sage immer, es ist eigentlich eine fantastische Sache, dass irgendwo, ich glaube vor 400-500 Jahren, da, die Italiener die Buchhaltung und die Erfassung von diesen Vorgängen mit diesen Zahlen erfunden haben. Und das ist auf kürzester Seitenzahl eine enorme Fülle von Informationen. Also ich schaue lieber eine Bilanz und Erfolgsrechnung anschauen, als 300 Seiten lesen. Oder? Also es geht eigentlich einfach und das ist wirklich das Fantastische daran. Und jetzt, wie geht man vor? Wie geht man jetzt vor, wenn man den Jahresabschluss planen will? Und da plädiere ich sehr dafür, dass man das systematisch und prozesshaft macht. Oder? Dass man nicht einfach situativ ein bisschen darüber hinweg geht und sagt, ja, in etwas stimmt, sondern dass man sich wirklich dazu zwingt, möchte ich sagen, dass man eine Art wie eine Checkliste macht. Oder? Und wir haben es vorhin gesehen, die Werkzeuge, die wir haben, ist nicht ein Steuergesetz. Ja, nein, das ist Mehrwertsteuer, das ist Bundessteuer, das ist Staats- und Gemeindesteuer, das ist Verrechnungssteuer, das ist Stempelsteuer, das ist Grundstückgewinnsteuer, das ist Handänderungssteuer. Also, und die sind alles selbstständige Steuergesetze, die
unabhängig voneinander im Grundsatz keinen Einfluss haben. Und damit sie da nichts verpassen und damit sie da nicht irgend eben im Nachhinein flicken müssen, plädiere ich sehr dafür, systematisch das durchzugehen und immer möglichst gleich. Und hier nicht wieder, jetzt sind wir bei der Vollständigkeitserklärung, gehen Sie das notieren. Oder es ist wichtig, was hat man sich überlegt früher? Oder auch vielleicht, was hat man besprochen mit wem? Weil, schauen Sie, ich habe vielfach erlebt, dass man aus Optimierungsgründen irgendeinen Gewinn reduziert hat. Und ich musste sagen, ja, aber in 4 Jahren später kommt es dann. Ich sage, ja, aber jetzt will ich das. Oder das ist jetzt so, weil er kurzfristig Freude hat an den paar Franken, die er verdient. Aber wenn er dann 4 Jahre später, wenn man sagt, du, es tut mir leid, jetzt, ja, den Abschreiber hast du wollen, ich habe dir gesagt, das kommt wieder und jetzt musst du es zahlen. Oder sagt, ja, was habe ich nicht gesagt und so. Oder? Und immer aufschreiben, systematisch vorgehen und auch wenn es nur heisst, keine Bedeutung, keine Bedeutung, keine Bedeutung. Aber man hat es geübt und das tut sie trainieren, ganz schnell steuerliche Sachverhalte auch zu verstehen. Das hilft ihnen. Also systematisch und prozesshaft. Oder? Und festhalten, dass das ist ganz ein wichtiger Teil. So, und jetzt habe ich ganz gross geredet, oder? Systematisch und prozesshaft. Und jetzt müsste ich natürlich all die Aufgaben, die ich jetzt, oder die Positionen, genau so durchgehen. Und jetzt bitte ich Sie um Entschuldigung, ich habe das leider, oder ich mache das jetzt nicht, weil es einfach zeitlich natürlich zu aufwendig wäre. Und ich würde jetzt die nachfolgenden Darstellungen der einzelnen Positionen unter dem Thema des Unternehmenssteuerrechts machen. Das hat die Steuerwelt, Steuerrechtler, so ein bisschen definiert als Oberbegriff, den man in der Lehre oder auch in der Ausbildung immer wieder anwendet, wo sich um Themen tut, kümmern, die im unternehmerischen Teil immer eine Rolle spielen. Also egal in welchem Steuergesetz, redet man vom gleichen Geschäftsvorgang. Also eine Abschreibung ist eine Abschreibung, in welchem Gesetz auch immer. Oder ein Kauf, eine Akquisition ist auch das Gleiche. Also man tut vom Geschäftsvorgang her eine steuerliche Beurteilung vorne, um den Grundsatz festzulegen. Das tut sie nicht davon bewahren, einmal ins Gesetz hineinschauen und dann noch kontrollieren, ob es stimmt. Aber mit der Zeit hat man, das kann ich Ihnen sagen, im Ganzen. Und das Unternehmenssteuerrecht, und das ist jetzt die zweite Ungenauigkeit von meinen Darstellungen, ist natürlich, dass es sich um verschiedene Formen von Steuerpflichtigen handelt. Und Sie sehen da, es tut die selbstständige Tätigkeit von natürlichen Personen umfassen, also Einzelfirma unter Personengesellschaften und Kapitalgesellschaften. Und das ist Ihnen bekannt, das ist in unserer Steuersystematik, sind das zwei fundamental unterschiedliche Konzepte, werden unterschiedlich behandelt, weil der Einzelfirmeninhaber tut zwar eine Buchhaltung machen, aber er wird als Gesamts beurteilt steuerlich. Oder wird alles in der gleichen Steuererklärung gemacht und wir haben eine Vermischung von diesen beiden Ebenen. Das ist bei der Kapitalgesellschaft komplett anders. Kapitalgesellschaft, selbstständiges Steuersubjekt, obendrauf der Aktionär. Wir wissen die verschiedenen und spannungsgeladenen Beziehungen zwischen diesen beiden Ebenen. Aber es umfasst Unternehmenssteuerrecht auch das. Und dort die Organisation, die Umorganisation, die ganze Umstrukturierungsfrage wird auch anhand von dem angeschaut. Und das habe ich gesagt, zwischen Unternehmer und zwischen Anteilsinhaber. Also das ist das Unternehmenssteuerrecht und ich würde mich auf das beziehen, Hinweise geben und halt manchmal so ein bisschen Schwergewicht auf Einzelne, also auf Personengesellschaften, weil es dort eine Rolle spielt, oder halt generell nur für alle Aktivitäten. Und jetzt kommt es weitere Vorteile oder Nachteile, darüber kann man diskutieren, aber es ist ein wichtiger Parameter im schweizerischen Steuerrecht. Oder? Und wir haben eigentlich 2 Schulen, wenn man so will, in der Steuersystematik weltweit. Oder? Und zwar die eine
ist der amerikanische, der angelsächsische Teil. Oder? Also ich weiß nicht, ob Sie je amerikanische Steuergesetze geschaut haben oder IFRS-Informationen. Also der Amerikaner geht von einer extrem detaillierten, genauen Beschreibung vom Sachverhalt und deren Folgen aus. Oder? Also es ist, oder, die sind sehr, sehr detailverliebt. Es ist hochkomplex und ganz schwierig. Und die gehen vom Gedanken aus. Und darum haben wir nämlich immer die Diskussionen, die für uns manchmal schwierig sind. Der Amerikaner, der tut Heerscharen von Steuerberatern anstellen, um die Lücken zu finden in all diesen Beschreibungen. Oder? Und in diesen Lücken geht er rein und sagt, ja, der Staat also darf ich es, oder? Und das ist, so denken die. Also völlig eine andere Welt. Und wir hier in der Schweiz haben Prinzipien der Besteuerung, die wir festlegen. Dass wir sagen, im Grundsatz, wie wir es sehen, und es wird an der Verwaltung, an den Gericht und eigentlich an den Steuerpflichtigen in einem hohen Mass freigestellt, wie man es denn genau macht. Darum haben wir die Kreisschreiben, die Merkblätter und schlussendlich auch die Ruling. Oder? Also man diskutiert in einem grossen Mass. Oder? Und viele, die nur in der Schweiz tätig sind, sind sich gar nicht bewusst. Das ist eine höhere Qualität. Oder? Also sie gestaltet das mit. Oder? Und das darf man auch. Und das ist legitim. Aber damit man die Bandbreiten versteht und damit man sich doch irgendwo in einer Ordnung bewegt, hat unser Steuergesetz gewisse fundamentale Grundsätze, wo man sagt, so, das ist für uns aber wesentlich. Und das sind die Grundsätze. Also die ersten vier sind die Grundsätze und die letzten zwei dienen die Abgrenzung nur von dem Unternehmenssteuerrecht, wenn ich so will, zum Kuchen der Unternehmensbesteuerung festlegen. Ich möchte Ihnen nur ganz kurz etwas sagen. Vollständigkeit und Periodizität, ich würde immer wieder darauf zurückkommen. Und ich sage Ihnen, es ist ganz etwas Wichtiges oder, für Sie als Treuhänder, die Buchhaltungen machen. Es muss vollständig sein. Und dienen Sie an einem Kunden, der sagt, ja, aber der belegt da. Sage ich, es ist fundamental für korrekte Buchhaltung, auch aus steuerlicher Sicht, dass das vollständig ist. Und ich kann Ihnen sagen, wenn grundsätzlich Ihnen eine Steuerbehörde darstellen kann, dass gewisse Buchungen nicht drin sind, können Sie es gerade vergessen. Dann können die eigentlich machen, was wenn. Also Vollständigkeit ist wichtig. Und das zweite, Periodizität. Sie müssen wirklich die Buchung dann machen, wenn der Geschäftsvorgang passiert ist, wenn er eine Wirkung hat auf die geschäftliche Aktivität. Man kann das nicht ein bisschen rausschieben oder tendenziell ein bisschen verändern. Es geht nicht. Es muss vollständig und periodengerecht sein. Es kommt immer wieder. Und wenn Sie Bundesgerichtsentscheide anschauen und so, denken wir, sie reden immer so. Aber das ist eben ein sehr fundamentaler Grundsatz von uns. Maßgeblichkeit des Handelsrechts. Und das ist wiederum ein ganz wichtiger Teil, dass unsere Regeln, wie man eine Buchhaltung erstellt, aus dem Handelsrecht rausfließt. Also wir haben das Handelsrecht, das maßgebend ist. Und immer wieder geht man darauf zurück und dann kommen sie aufs Nächste. Dann haben wir einen Konflikt, weil das Handelsrecht aus schweizerischer Sicht historisch ja der Sicherheit verbunden ist. Oder? Wir sind der Meinung in der Schweiz, die Sicherheit geht über alles, also so viele Reserven wie möglich, so viel Rückstellung wie möglich. Also ja, schauen, dass das Unternehmen erhalten bleibt und Arbeitsplätze schafft und auch schwierige Zeiten kann überstehen, hat sich in den letzten Jahren bewährt. Also man ist außerordentlich stabil, man ist leistungsfähig. Das ist die Idee vom Handelsrecht und da hat der Staat ein bisschen zwei Hüte müssen anlegen und hat dem Steuerer gesagt, ja, aber alles kennen wir. Irgendwo jetzt bei mir schon Grenzen, weil wir müssen ja auch Einnahmen haben, oder? Und somit hat eigentlich das Steuerrecht aus dem Handelsrecht Limiten gesetzt, oder? Das Steuerrecht würde eigentlich nur sagen, ja, handelsrechtlich stimmt es zwar, aber jetzt, da hört es bei uns steuerrechtlich auf. Und warum ist man sich das nicht so gewöhnt? Weil in der Regel Treuhänder ja eigentlich gedanklich eine Steuerbilanz erstellen, oder? Für sie ist das, wie du es die meisten Fälle sind, eigentlich Steuern
im Kopf erfüllen, die Steuerpflicht erfüllen und weniger gedanklich als Handelsrecht. Wir haben heute einen Vortrag von Professor Eberle gehört, Swiss Gap Fair. Also wir haben das international immer mehr, dass man von einer Handelsbilanz ausgeht und dann einen Abzug eigentlich von dem für die Steuern machen muss. Das ist völlig ein anderer Denkansatz. Und wir gehen ganz stark vom reinen Steueransatz aus. Aber gedanklich muss man sich immer bewusst sein, dass man eigentlich sich limitiert, wo das Handelsrecht mehr Spielraum gibt. Man kann also so sagen, Handelsrecht hat Höchstwertvorschriften, mehr darf ich denn nicht. Und das Steuerrecht hat Niederstwertvorschriften, tiefer ab darf ich nicht. Das ist das Spannungsfeld, oder? Und darum gibt es die steuerlichen Korrekturvorschriften. Sie können in all diesen Gesetzen schauen. Abschreibungen werden geregelt, Rückstellungen werden geregelt, wie viel Aufwand dass ich das und wie ich den Ertrag muss erfassen muss, wird geregelt, oder? Das sind die Korrekturen, die man befassen kann. Und jetzt haben wir zwei Ebenen, die natürlich wichtig ist, oder? Wenn ich jetzt eben unternehmerisch tätig bin, bin ich steuerpflichtig nach dem Unternehmenssteuerrecht. Logisch. Aber kennen Sie vielleicht auch, ich bin überzeugt, so am Anfang, wo der eine die Pferdezucht hat und der andere hat, tut ein bisschen örgeln oder irgendetwas machen und dann plötzlich heisst es, ja, bin ich jetzt selbstständiger werbend und mache, ist das nur Liebhaberei? Also die Abgrenzung ist ein ewiges Thema und wieder zurück auf easy Philosophie, das ist nämlich nicht so genau geregelt, ist das ein ewiges Thema. Wenn beginnt die selbstständige Tätigkeit, wenn nicht, ist auch wirklich in dem Gedanken vom Unternehmenssteuerrecht geregelt. Vermögensverwaltung, grosses Thema. Meine, wir sind ein Land von, glaube ich, darf man sagen, von gut betuchten. Und, also ich frage jetzt nicht, aber ich nehme an, alle haben ein bisschen Börsenkenntnis und haben das letzte Jahr hoffentlich von dem Boom profitiert. Also, da verdient man Geld und das ist ein erratischer Block im Schweizer Steuerrecht. Oder? 6.3 freier, privater Kapital. Gewinn steuerfrei. Das ist genial, oder? Aber die Steuerbehörde nicht so Freude daran und probiert das immer wieder zu bekämpfen, indem man sie sagt, Vermögensverwaltung ist eigentlich wie eine unternehmerische Tätigkeit gleich Wertschriftenhändler, Immobilienhändler, oder? Das ist ganz schwierig und in der Schweiz sehr, leider, da muss ich Bundesgericht schon immer ein bisschen Kritik machen, ist es bis heute nicht so übergeregelt. Man weiß es nicht, sondern es wird im Einzelfall angeschaut und es braucht ganz wenig. Also es ist sehr eine heikle Angelegenheit, diese Abgrenzung. Also Sie sehen, das sind nur schon die Grundprinzipien, die man mal kennen muss. Man muss sie verstehen und hilft aber danach schon, sich damit auseinanderzusetzen. So,